Hallo und herzlich willkommen, liebe Bild bei Science-Freunde, und zurück zu einer weiteren Folge, in der wir uns mit dem Muskelaufbau beschäftigen. In der letzten Folge hatten wir uns mit dem Hormon Insulin beschäftigt. Heute gehen wir zu einem weiteren Wachstumsfaktor, und zwar zu IGF-1. Es gibt grundsätzlich nicht das IGF-1, sondern es gibt unterschiedliche Varianten, unterschiedliche Formen von IGF-1. Und zwar einmal das IGF-1EA, IGF-1EB und IGF-1EC. IGF-1EA und EB werden hauptsächlich in der Leber synthetisiert und von dort auch freigesetzt und dann über das Blut im Körper verteilt. IGF-1EC funktioniert hier ein klein wenig anders. Und zwar wird das in Abhängigkeit von unserer Aktivität, unsere Muskelaktivität, unserem Krafttraining insbesondere freigesetzt. Das IGF-1EC ist auch bekannt als Mechano Growth Factor. Und wenn wir uns hier das Ganze mal anhören, Mechano Growth Factor, dann wissen wir schon, das hat was mit mechanischer Belastung zu tun. Also können wir sagen, je höher die mechanische Belastung ist, umso stärker ist dann letztendlich auch die Ausschüttung. Interessant ist auch, dass dieser Mechano Growth Factor insbesondere parakrin bzw. autokrin funktioniert. Das heißt, es wird in den Muskelzellen selber gebildet, synthetisiert und wirkt dann auch an den Rezeptoren der eigenen Muskelzellen oder der Zellen nebenan. Das heißt also die benachbarten Zellen selbst. Beim IGF-1 ist immer wieder die Diskussion, wird es überhaupt gebraucht, hat es einen eigenen anabolen Faktor, eine eigene anabole Wirkung oder nicht, wie funktioniert das Ganze? Und hier ist man tatsächlich noch ein bisschen zwiegespaltener Meinung. Auf der einen Seite wissen wir aus In-vitro-Studien, also aus Studien im Reagenzglas, dass IGF-1 sowohl anabole als auch antikatabole Eigenschaften besitzt. Das heißt, wir können also hier beobachten, dass es durch IGF-1 zu einer deutlichen Stimulierung der Muskelproteinsynthese kommt. Und da wissen wir wiederum, wenn die Muskelproteinsynthese natürlich gut ansteigt und über den Protein Breakdown geht, dann haben wir eine netto positive Proteinbilanz und entsprechend dann auch Muskelaufbau. In vivo, also im lebenden Organismus, sieht das Ganze ein klein wenig anders aus. Hier sind wir uns nicht ganz so sicher. Allerdings können wir hier vor allem bei Älteren beobachten, dass ein altersbedingter Muskelabbau auch immer einhergeht mit einem sinkenden IGF-1-Spiegel. Bedeutet also im Umkehrschluss dann auch, dass wir vielleicht in irgendeiner Weise eine Art Threshold, eine Art Mindestmenge an IGF-1 benötigen, um unsere Muskulatur zu halten, also einen Schwellenwert haben. Die grundsätzliche Frage, wie jetzt IGF-1 überhaupt funktioniert bzw. wirkt, ist nicht ganz beantwortet für den Menschen. Hier könnte man aber sagen, oder hier kann man sagen, dass es letztendlich höchstwahrscheinlich mit den Satellitenzellen zu tun hat. Das heißt, IGF-1 führt zu einer Aktivierung der Satellitenzellen und Satellitenzellen spenden dann wiederum an die Muskelzellen ihre Myonuklei. Das heißt also, wir haben mehr DNA, wir haben mehr Zellkerne in unserer Muskelzelle und dadurch kann natürlich auch eine bessere Proteinsynthese gewährleistet werden. Also hier verändert sich dann letztendlich einfach das Verhältnis von DNA zu Protein im Muskel und das könnte dann eben die indirekte IGF-1-Wirkung sein. Das heißt also, wir haben hier Einwirkung auf unseren mTOR-Weg. Das hatten wir im letzten Video auch schon mal besprochen beim Insulin. Das wirkt dann relativ ähnlich. Also wir haben einen gewissen Einfluss auf die Proteinsynthese, aber in erster Linie durch eine Satellitenzellenaktivierung. Das sollten wir uns einfach einmal vor Augen führen. Wichtig ist aber auch zu verstehen, dass wir auch vollkommen ohne IGF-1-Muskulatur aufbauen können. Das konnte man insbesondere in Tierstudien zeigen. Das heißt, hier wurde die IGF-1-Ausschüttung, die IGF-1-Synthese dann entsprechend künstlich unterdrückt, und zwar um bis zu 80%. Und es kam trotzdem zu einem Muskelaufbau. Das bedeutet also in dem Fall letztendlich auch, dass IGF-1 nicht zwangsweise notwendig ist für den Muskelaufbau, aber natürlich positive Eigenschaften und positiven Nutzen hat. Aber in allererster Linie wird IGF-1 für uns interessant über schwere Gewichte, also über mechanische Belastung. Das solltest du dir auf jeden Fall merken, vor allem dann im Zusammenhang mit Insulin, denn IGF-1 ist, wie der Name auch schon sagt, Insulin-like Growth Factor, relativ ähnlich strukturell aufgebaut wie das Insulin. Und so kannst du dir ein weiteres Puzzlestück zusammenstecken oder dein ganzes Muskelaufbau-Puzzle ein klein wenig weiter ausbauen mit dem Wissen, wie IGF-1 funktioniert.
Und in einem der nächsten Videos werden wir uns dann auch noch mit den Wachstumshormonen und dem Testosteron beschäftigen in Bezug auf Muskelaufbau. Also am besten diesen Kanal direkt abonnieren, dann bekommst du auch die nächsten Inhalte direkt per Mail zugeschickt und du weißt immer, was up to date hier auf diesem Kanal ist. Ansonsten bin ich an dieser Stelle raus und freue mich natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Build by Science.